Hey ho Leute und willkommen zu einem mal anderen Video. Heute möchte ich euch ein Spiel vorstellen und zwar ist das Smite. Die meisten oder ein paar von euch kennen es auf jeden Fall und manche wahrscheinlich nicht. Ihr könnt es euch kostenlos downloaden und ja, der Link dazu ist auf jeden Fall in der Beschreibung. Ich empfehle dieses Spiel wirklich, da es mittlerweile das einzige Spiel ist eigentlich, was ich zurzeit noch so wirklich aktiv zocke und mir auch wirklich richtig viel Spaß macht. Das Spiel ist jetzt nicht mehr in der Beta-Phase, sondern jetzt offiziell released. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt schon her ist, aber es ist schon eine ziemliche Weile. Aber ich habe das eigentlich schon, das Spiel, seit der Beta-Phase. Ich war da von Anfang an dabei. Und es hat wirklich sehr viel Bock gemacht, damals schon, und jetzt ist es einfach um einiges besser geworden. Es wurde auch viel gebalanced und sonst was. Es ist ein Third-Person-MOBA und ja, Third-Person habt ihr gehört. Deswegen, meiner Meinung nach, kann man es schlecht mit League of Legends vergleichen, weil jetzt wahrscheinlich wieder die meisten herkommen werden und sagen, dass es eine schlechte Kopie von LoL ist. Finde ich nicht. Ich finde, man kann es eben schlecht vergleichen. Es gibt ein paar ähnliche Götter, aber die Götter in Smite, die sind sozusagen nach der Wirklichkeit nachempfunden. Es gibt Zeus, Poseidon und das Ganze. Und es ist auch ein wirklich sehr humorvolles Spiel, weil die Macher oft humorvolle Sprüche oder sonst irgendwas einbauen oder humorvolle Skins bringen. Es gab zum Beispiel mal den Skin von Poseidon, und zwar Poolseidon. Der war echt richtig lustig. Der hatte halt so eine Taucherbrille, Flossen und so einen Schwimmring und so ein ganzes Zeug halt um, und es war halt alles einfach nur lustig. Und es gibt immer wieder ein paar humorvolle Sachen in Smite, und das macht das Spiel auch irgendwie ein bisschen besonders. Und ja, mir macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß. Im Hintergrund seht ihr so jetzt so ein kleines Gameplay von dem Gott Thor gegen Computer, weil ja, online ist es nicht unbedingt dauerhaft so, dass man gutes Gameplay und so hinkriegt. Ich bin auch nicht gerade so der Überpro in dem Spiel, aber es macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und ja, das Gameplay ist wie gesagt auch nicht gerade so über Pro, obwohl es nur gegen Computer ist. Außerdem laggt es ein bisschen, wenn ich aufnehme. Und ganz runter will ich die Qualität nicht stellen, die ist schon nicht auf Maximum. Weil dann sieht es echt scheiße aus. Aber ja, es laggt, also es ruckelt immer so ein bisschen, finde ich. Ich weiß nicht, ob es jetzt in der Aufnahme wirklich so ist, ob man das richtig sieht, aber beim Spielen war es auf jeden Fall so. Und ja, ich möchte euch das Spiel auf jeden Fall einfach nur empfehlen. Und ja, vielleicht holt ihr es euch einfach mal. Vielleicht seid ihr auch irgendwelche begeisterte LOL-Zocker. Probiert es einfach mal aus. Es macht echt sehr viel Spaß. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja irgendwie dann mal online oder sonst was. Dann können wir gegeneinander zocken oder sonst was. Weil ich spiele das relativ oft, das Spiel. Das ist eigentlich so, wie gesagt, das einzige Spiel, was ich noch wirklich spiele. Und ja, ihr könnt es euch kostenlos downloaden auf der Seite. Wie gesagt, die ist unten in der Beschreibung verlinkt. Und ja, schaut einfach mal rein. Und ich finde es echt hammergeiles Spiel. Ihr müsst es eigentlich mal gespielt haben, um darüber zu urteilen. Und wenn es euch nicht gefällt, dann gefällt es euch nicht. Mir gefällt es. Ich finde es besser als League of Legends. Mir macht es mehr Spaß als League of Legends. Und ja, deswegen zocke ich auch kein LOL, sondern eben Smite. Weil ich es einfach viel cooler finde. Und meiner Meinung nach hat es noch... kennt es noch zu wenige Leute oder spielen es zu wenige Leute, wie gesagt. Und ja, ich möchte den Leuten da, den Machern sozusagen, vielleicht ein bisschen helfen. Vielleicht kann ich euch ein bisschen dazu überreden, das Spiel zu spielen. Gut, das war's dann. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Mal schauen, was alles noch so kommen wird. Schreibt mal vielleicht, wenn ihr irgendwelche Ideen für neue Videos in die habt, in die Kommentare. Vielleicht ist ja irgendwas Saugeiles dabei, wo ich jetzt richtig Bock drauf habe. Mal schauen, und ja, wir sehen uns dann in den folgenden Videos oder auch mal in Smite. Wir sehen uns. Ciao, Leute!